Das Holz kommt aus den Wäldern rund um Längnau. Es wird zu Holzschnitzeln verarbeitet und verbrannt. Das tut Wasser heizen und dient für die Häuser vom Dorf als Heizung. Ein Teil der Bevölkerung braucht schon das neue Fernwärmenetz. Die Umstellung, die alte Heizung rausnehmen, das ist natürlich eine Investition. Wenn man rechnet, dass man 50, 60 Jahre lang ruht, Chemiefäger braucht man nicht mehr, Brennerservice braucht man nicht mehr. Also ich habe die Erfahrung gemacht jetzt in diesem Jahr, wenn der Ölpreis um die 90 ist, ist es ungefähr gleich teuer. Und so, wenn er jetzt ist, über 100, fahre ich mit der Fernwärme besser. Die Zentrale Wärme Längnau ist schon am Dorfkern von Längnau angeschlossen, hier in Grün eingezeichnet. Das Unternehmen will ihr Netz ab neu Aussenquartier ausdehnen, hier in Blau, und will ihre Kundschaft vergrössern. Laut dem Gemeinderat und Verwaltungsratspräsident von Wärme Längnau gibt es genug Argumente für die Bevölkerung zu überzeugen. Einerseits hat man im eigenen Haus keinen Öltank mehr, man hat keinen Gasanschluss mehr. Und durch die erneuerbare Energie, die wir herstellen können, sparen wir insgesamt 1 Million Liter Heizöl. Für die klimaneutrale Heizung braucht es eine gewisse Investition. Die kann in mehreren Raten gezahlt werden. Der Durchschnittspreis für einen Anschluss bei einem älteren Einfamilienhaus mit einer Leistung von 15'000 kW liegt bei 17'000 Franken. Wir müssen ja die Leitung bis und mit in den Heizraum hineinführen, also ins Haus und dann in den Heizraum. Und das ist eine Investition, die man einmal tätigen muss. Und diese Leitung hat nach 60 bis 80 Jahre. Also es ist nicht so, dass wir die nach 20 Jahren, eine normale Heizung, müssen, nach 15 bis 20 Jahren ersetzen. Oder? Und die Leitung ist sehr langlebig und daher ist es eben auch eigentlich ein Vorteil. Aber man muss es nachher auch, wenn man Heizkostenvergleich macht, muss man die Investitionen nachher auch auf die Zeit nachher auch abschreiben. Ein Teil der Halle, wo die Heizung drin ist, ist noch leer, damit das Unternehmen noch wachsen kann. Es verfolgt die Entwicklung der neuen Technologien auf diesem Gebiet, für vielleicht mal die Holzschnitzel mit einem anderen Verbrennungsmaterial zu ersetzen.